Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Advanced Warfare mit mir, dem Alex. Ja, und hier geht's jetzt genau weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und hier ist jede Menge los. Und ich habe auch ganz viele von diesen Granaten, die mir zeigen, wo die Gegner sind. Ich brauche eine Waffe. So, weil meine hat nicht mehr so viel gehabt. Ja, komm. Wie viel habe ich von denen? Ich habe sau viele von denen, das ist das Gute. Diese Drecksköter sind so ein Problem. Da ist nichts mehr anscheinend, okay. Wo ist Mitchell? Hallo, ja, oder, nee, das war nicht Mitchell, wir sind Mitchell. Wer ist der Typ, mit dem wir rumlaufen? Ach, da ist er, okay. Joker, wie ist die Lage? Sind am Treffpunkt in der Bait Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe, sind fast da. Boah, Alter, Leute, es ist immer so schwierig, dabei zu reden, wenn man hier so eine Scheiße macht. Es ist so extrem schwierig, dabei zu reden, wenn man sich hier durchballert. Boah, Alter, Action, ey. Ja, Leute, ohne Scheiß, Stress ohne Ende. Was soll ich reinsetzen in Overdrive? Den machst du mit 4 oder was, ne? Mit was machst du mit den Overdrive? Ich guck mal kurz nach. Also ich habe es voll vercheckt. Bewegung, Aktion. Mit N wahrscheinlich, weil es eine Extra-Fähigkeit sein sollte. Fuck it. M ist nur ein Schild quasi. Tja, ohne Scheiß, Leute, das ist so ein Stress hier alles. Huhuhu. Husa. Mann, ey. Hab keine Granaten mehr. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Munition, deswegen erstmal wechseln. Alter,
Alter, wie wir uns hier durchschnitzeln müssen, wirklich. Und das ist krass am, am. What the fuck? Da sind sie. Bewegung. Nee, ich kann mit der Dings gar nicht umgehen. Okay, aber wir schmeißen erstmal sowas. Das ist das Doktor. Wir haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los okay. Jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Das Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Joker, gib uns Deckung! Wir haben hier einen Ballon! Kontakt! 10 Uhr! Alter, Leute, ey, ohne Scheiß, was soll ich hier reden, ganz ehrlich? Das ist echt, ohne Scheiß, das ist echt mega stressig, deswegen, pff. Vom Let's Play her wird das kein so tolles Spiel, das sehe ich auch jetzt schon ab. Aber es ist einfach so mega stressig, es geht so viel ab, Leute. Okay, ich muss hier runter. Ich bin gleich... Ja, ich bin tot, okay. Ah. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Alter, ich habe keine Zeit zum Schieben. Hier kommt gerade was. Ja, wenn das mal aus... Okay, ich krieg zumindest im Moment keinen Schaden. Auch wenn das Spiel extrem laut ist. Der Spaß, die da oben, geht mir extrem auf die Eier. Habe ich noch was davon? Nee, habe ich nicht. Aber hier... Ey, Alter, die trauen sich alle nicht mit ihren Köpfen nach draußen. Oder kaum. Das ist das Problem. What the fuck, wie wenig die sich aus ihren scheiß Bunkern hier raus bewegen. Okay, ich fange an zu schieben, scheiß drauf. Boah, ey, was für ein Stress, Leute, was für ein Stress, ey. Alter. Ich brauche eine neue Waffe. Fuck you. Fuck it. Ja, sie wurden von einer Granate aufgeworfen. Ja, fuck you. Aber ich bin echt im Arsch. Ich habe kaum mehr Munition für meine fucking Waffe. Ich check die ganzen Leute nie, das ist das Problem. Ich habe keine taktische Granate mehr, ich habe gar nichts mehr. Die strecken alle fünfmal im Jahr ihren Kopf raus.
Ich sehe gar nichts auf 12 Uhr. Ja doch, das, was ich gerade gekillt habe. Mann, okay, ich habe echt so wenig Dings. Ich habe keine Munition mehr, fuck you. Ja komm. Okay, ich habe keine Munition mehr. Ich habe einfach keine Munition mehr. Ich kann nichts machen außer schieben. Da. Komm, gib mir die Waffe. Ja, sehr gut. God damn it. Weiterschieben, auf geht's Leute, wir müssen vorankommen. Zugangspunkt rechts. Bewegung, Bewegung. Ich habe keine taktischen Granaten mehr, das ist mein Problem. Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Einer der. Boah, Alter, wir haben echt gar nichts mehr. Hier ohne Scheiß, ich habe keine taktischen Granaten. Boah, Alter, ohne Scheiß, wie die auf einmal kamen und ich konnte nichts mehr machen, Leute. Ich sterbe echt in letzter Zeit extrem oft, aber also in den letzten Spielsekunden. Ich möchte aber auch sagen, dass mein Spiel hier gerade richtig flüssig läuft. Es läuft auf, ja, zwischen 52 und 60 FPS. Man hat einfach keine Chance, ey. Ich schmeiß Granaten, juckt die alles nicht. Das ist echt schwierig hier oben. Blendgranate! Munition, ich habe noch 167, das ist in Ordnung. Ja komm, warum muss ich denn vorstoßen? Alter. Ja, darf ich erstmal nachladen? Danke. Boah, Alter, Leute. Hau die Tür weg, Mitchell. Okay, ich muss direkt E drücken. What the fuck? Okay. Das ist der eine Doktor, den wir suchen. Na, kürzlich Hades gesehen. Boah. Ich sage nichts. Ja,
Das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Okay, jetzt müssen wir noch den Weg weitermachen. Wir sind zwar schon bei 15 Minuten, aber das wird genauso hart wie jetzt. Wir müssen den Weg freischießen und er kümmert sich darum, dass der Typ getragen wird. Okay, perfekt. Wie noch Züge fahren, obwohl es gar nicht mehr dürften. Wie eine Stadt, die angeblich tot ist. Wir können da Züge fahren. Ja, komm, was ist los? Hä? Wo ist denn jetzt der andere Typ? Hä? Wo ist denn dieser Doktor, den die einpacken wollten? What the fuck? Okay. Ja, juckt mich jetzt auch nicht gerade. Boah. Warum muss eigentlich immer ich vorgehen und schlucken? Okay, aber... Oh, da ist noch einer. Alter, okay, das sind Leute von uns, oder was? Geil, mit dieser unsichtbar. Wir sind im Anmarsch, wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Die haben die Exo-Fähigkeiten mit wir sind unsichtbar. Jetzt muss ich das Ding wahrscheinlich auch selbst steuern, oder? Los, los, los! Alter, what the fuck, wie sich das Ding hier steuern lässt. Okay, boah, Alter, das Ding lässt sich so übertrieben scheiße steuern. Okay, wir müssen das mit allen Einheiten steuern. Mit allem, was wir hier haben, müssen wir das steuern. Alter, ich kann das Ding nicht steuern, sorry. What the fuck, was hat das Ding hier für eine Steuerungsrate? What the fuck? What, Alter! Da ist meine Maus-Sensitivity viel zu... Wir müssen WASD und Dings gleichzeitig drücken. Ich habe gerade mal meine Maus-Empfindlichkeit runtergestellt, damit geht's jetzt nämlich besser. Ja, damit geht's viel besser. Boah. Okay, meine Maus-Sensitivität war, um das Ding zu steuern, zu hoch. Okay. What the fuck, okay. Achtung! Wow, wow. Dranbleiben, Mitchell! Ja, ich bleib doch dran. Ja, toll. Wie sollte ich da jetzt nicht... Wie sollte ich da jetzt... Also, das war so... Immer dieses Hin und Her ist so krass in dieser Steuerung. Ja, sorry. Alter, ohne Scheiß, bei den Kurven komme ich nicht mit. Sorry. Bei den Kurven... Ich meine, ich habe meine Maus-Sensitivität extra runtergestellt für das Spiel. Extra runtergestellt für die Steuerung von dem scheiß Ding hier. Aber irgendwann ist dann auch mal vorbei. Alter. Dieses Ding, was ist das, Mann? Das kann man nicht steuern, das ist unsteuerbar. Ja, genau, es explodiert hier auch noch alles.
Okay, wir sind im Safety-Bereich. Geil. Prophet, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Gideon N. Okay, wir haben es geschafft. Huh, nice. Alter, Leute, ey, das war echt krass. Und wir sind genau bei 20 Minuten und wir haben den Fall abgeschlossen und wir können uns erstmal noch einen, Alter, einen Punkt können wir uns machen, okay. Widerstand, okay, Explosionsschaden, okay. Widerstand wird dafür benötigt. Oh, shit. Ja, komm dann, ist ja in Ordnung. Da machst du halt Widerstand erstmal. Jupp. Ja, möchte ich. Enter, sorry. Okay, perfekt. Damit würde ich sagen, Leute, war's das von dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.